An all euch wunderbare Seelen draußen auf der Welt, eine wunderbare Botschaft von Erzengel Metatron, die ich bereits Anfang des Jahres 2008 erhielt. Zu einem Zeitpunkt, als ich mich absolut nicht mit Politik und dergleichen beschäftigte. Mein liebes Kind, hier spricht Erzengel Metatron zu dir. Ich möchte dir etwas mitteilen, das zu gegebener Zeit den Menschen zur Verfügung gestellt werden soll. Dieser Zeitpunkt ist jetzt, so wurde es mir heute übermittelt. So sage ich dir, es wird jetzt ein Präsident in den USA gewählt werden, den viele von euch toll und attraktiv finden. Wir wissen heute, da kam dann Barack Obama. Und es wird im Außen für euch noch den Anschein haben, als dass alles in Ordnung ist. Danach kommt ein Präsident, den manche von euch nicht einordnen können. Ist er gut? Ist er verwirrt? Ist er böse? Oder drückt er gar auf den roten Knopf? All diese unterschiedlichen Aussagen werden in den Köpfen von euch spuken. Und ihr werdet nicht wissen, was ihr glauben und fühlen könnt. Überall wird Unruhe verbreitet. Überall. So ist es auch mit dem Vatikan. Auch hier erst ein Papst, wo im Außen noch alles passt. Danach ein Papst, glaube mir, der dunklen Seite angehört und das ganze Böse in sich verkörpert. Jetzt, mein liebes Kind, kommt all das Satanische der Kirchen und Religionen ans Tageslicht und es kommt eine sehr, sehr unruhige Zeit auf euch zu. Doch fürchtet euch nicht, wenn das, was ihr erfährt, erschreckend ist. Ja, es wird wirklich erschreckend sein und ihr werdet nicht mehr wissen, was ihr fühlen und glauben könnt. Jetzt, mein liebes Kind, erfährt ihr, was in all den vielen Äonen von Jahren mit euch geschehen ist, auf allen Ebenen. Manche, nein, viele, viele werden Angst haben. Angst, was geschieht mit ihnen. Angst, dass Krieg entsteht. Angst vor dem, was alles ans Tageslicht kommt und zerstört wird. Ihr werdet denken, die ganze Informationsflut erschlägt euch. Ist der Präsident von Amerika vielleicht doch das Böse? Nein, ist er nicht, mein liebes Kind. Er ist Gottes Geschenk an euch. Alles, was euch in eurem Sein hindert, wird verschwinden. Es wird eine sehr unruhige Zeit werden. Doch wir Engel und alle Lichtwesen des Universums werden euch beiseite stehen und euch unterstützen und natürlich auch beschützen, dass ihr durch diese unruhige Zeit kommen werdet. Das Ergebnis dieser Zeit wird die pure Liebe sein, eine Liebe, die ihr noch nie gesehen und gefühlt habt. Bitte, bitte habt Vertrauen. Alles, alles wird gut. Und so möchte ich noch hier mit anfügen, dieses Gefühl dieser puren Liebe, das kann man nicht mehr in Worte schreiben. Das wurde mir parallel auch als Gefühl übermittelt. Und dieses Gefühl, wow, das war so schön. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt weiter Vertrauen. Auch wenn es im Moment wirklich erschreckend ist, was alles geschieht, es wird wirklich alles, alles gut.